Etwas, was uns ganz schön im Weg stehen kann, schön im Weg stehen kann, in Anführungsstrichen, wenn wir von einem freieren Leben träumen, was auch immer das für dich bedeutet, um das zu erreichen, ist die Angst vor der eigenen Größe und die Angst auch, sich zu blamieren. Und darüber würde ich mal gerne mit dir sprechen, um das einfach auch zu lösen. Ich glaube, jeder von uns kennt so Situationen aus der Schule, wo wir mal vor einer anderen Tafel standen, der Lehrer uns etwas gefragt hat, wir keine Antwort drauf wussten oder etwas falsch gesagt haben. Und entweder der Lehrer uns ins Lächerliche hingestellt hat oder die ganze Klasse über uns gelacht hat. Also unterschiedliche Erfahrungen haben wir ja alle in der Richtung gemacht. Und das ist das, was uns oft dann daran hindert. Wir träumen von einem freieren Leben. Du träumst vielleicht davon, dich auch irgendwo in einem Bereich aufzuhalten, Sonne, Strand, Palmen, Meer. Oder du träumst davon, mehr dein eigenes Ding zu machen. Du träumst davon, im übertragenen Sinne wirklich die Bühne deines Lebens zu betreten, dein eigenes Ding zu machen, das wirklich deiner Essenz entspricht, dem Plan deiner Seele, um daraus deinen Seelenberuf zu kreieren, weil du es leid bist, dir den Tag von anderen vorschreiben zu lassen oder was auch immer. Und solange wir dann Angst haben, tatsächlich die Bühne des Lebens zu betreten, uns tatsächlich zu zeigen, uns authentisch zu zeigen mit dem, was uns ausmacht, weil auf tiefster Ebene Konditionierungen aus der Schulzeit oder wo auch immer da sind, das verhindern, drehen wir uns natürlich im Kreis. Jetzt möchte ich nicht darauf hinaus, dass du jetzt in der Vergangenheit, in der Schulzeit, in der Kinderstube wühlen musst oder solltest, um solche Dinge aufzuspüren. Als ich vor 20 Jahren hier in die Richtung mich auf den Weg gemacht habe, da habe ich viel in der Richtung auch gearbeitet, gewirkt, mit meinen Kundinnen gemacht und so. Das entspricht nicht mehr der jetzigen Zeit. Das entspricht nicht mehr dem jetzigen Zeitalter, der jetzigen Zeitqualität. Du darfst es dir einfach machen. Du darfst einfach erkennen, reinspüren, ist da in mir noch eine Angst verborgen, mich zu blamieren, wenn ich die Bühne meines Lebens betrete? Ist da noch eine Angst in mir verborgen, so wirklich die Angst vor der eigenen Größe, dass du dich blamieren könntest, dass du kritisiert werden könntest, dass es auch vielleicht schief gehen könnte, was auch immer. Allein das Erkennen, damit darfst du dir schon erlauben zu sagen, hey, will ich weiter daran festhalten oder lasse ich es einfach los? Du darfst es dir so einfach machen. Du darfst ganz einfach eine Entscheidung treffen. Ich hatte gerade heute Morgen noch ein Seelenreading mit einer wunderbaren Frau. Da kam bei ihr so das Bild auf, jetzt in den Heißluftballon einzusteigen. Und wenn du so einen Heißluftballon kennst, egal ob du schon mal mitgeflogen bist oder nicht, das sind ja so rund um diesen Körper sind ja diese Ballastsäcke, einfach Ballast abzuwerfen, um in die Höhe zu steigen, um dann von oben herab zu blicken und zu sagen, wow, da sind ja gar keine Steine mehr da. Steine habe ich nur von da unten aus gesehen, aber das sind ja alles ganz kleine Steinchen. Ich habe es geschafft, das alles loszulassen und bin jetzt aufgestiegen, in dem Falle metaphorisch gesprochen, in den Heißluftballon eingestiegen und habe den Ballast losgelassen. Also so einfach darfst du es dir machen. Fühl mal in dich hinein. Hast du da noch Themen in dir, wo du sagst, ich würde ja gerne, aber ich habe auf unbewusste Art und Weise, warum auch immer, Angst vor der eigenen Größe. Mit dem Erkennen darfst du es schon lösen, mit deiner Entscheidung, hey, ich lasse das jetzt los. Ich lasse es einfach los und gehe jetzt weiter in diese Richtung. Ja, das kann so einfach sein. Warum? Weil du es dir erlaubst, es dir jetzt einfach zu machen. Wir können unser ganzes Leben im Grunde genommen damit verbringen, in der Vergangenheit rumzuwühlen, Themen aufzuspüren, Glaubenssätze aufzuspüren. Das braucht's nicht. Der Weg ist das Ziel. Du darfst losgehen, du darfst eine Schranke nach der nächsten aufmachen. Du darfst dir erlauben, wirklich die Essenz deiner Seele zu erkennen und all deine Talente und Fähigkeiten, Begabungen, Interessen zusammenzufügen, sodass ein wunderbares Ganzes entsteht und damit dann die Bühne deines Lebens betreten. Und das, was dann noch da aufkommt, wo Angst vor der Blamage ist, Angst kritisiert zu werden und, und. Erkennen, lösen.
weiter geht's. Das wird dich wirklich dahin führen, wo du ja vielleicht schon seit einer Weile von träumst oder schon seit einer Weile dir Gedanken machst, wie soll ich denn das hinkriegen? Es ist eine Entscheidung. Es ist wirklich eine Entscheidung. Und ja, was es natürlich einfacher macht, ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der oder die einen an Hand nimmt. Das stelle ich auch immer wieder bei mir fest. Ich habe immer Menschen an meiner Seite, die dort sind, wo ich hin möchte, weil ich es mir damit einfach einfacher mache, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist bei dir nichts anderes. Du darfst dir auch erlauben, wirklich Hilfestellung anzunehmen und nimm da gerne auch Kontakt zu mir auf. Du findest ja in der Nähe von dem Video einen Link, wo du verschiedene Möglichkeiten siehst, welche Bekleidung gerade offen ist, welche Bekleidung sich jetzt für dich stimmig anfühlt. Vielleicht ist es in allererster Linie erstmal die Essenz, deiner selbst zu erkennen, also mit der Magie deines Seelenplanes, dir ein wirklich freies, selbstbestimmtes Leben zu erschaffen, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren und dafür dann zu gehen. Und ja, also folg deinem Impuls, mach die Schranken auf und erlaub es dir, dass es jetzt einfacher und leichter in die Richtung gehen kann, wo du eigentlich hin möchtest, wo dein Herz und deine Seele mit dir hin möchten. Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.